Und jetzt reden wir über Fat Comedy und Oliver Pocher, dieses unsägliche Aufeinandertreffen der beiden, diese brutale Ohrfeige von diesem selbsternannten Comedian Fat Comedy gegen Oliver Pocher am Rande des Boxrings. Ja, ein heftiger Schlag und jetzt schlägt Oliver Pocher zurück, aber juristisch. Feige, brutal, hinterrücks. Es ist der 28. März 2022. Fat Comedy alias Omar schlägt Oliver Pocher. In aller Öffentlichkeit, am Rande eines Boxkampfes von Felix Sturm in der Dortmunder Westfalenhalle. Pocher wankt daraufhin umher, ist nicht mehr Herr der Lage, wird daraufhin aus der Halle begleitet. Er erstattet Anzeige, trägt laut eigenen Angaben irreparable Schäden davon. Immer wieder kommt es danach zum verbalen Schlagabtausch zwischen Pocher und Fat Comedy auf Social Media. In Frankfurt beantragen Pochers Anwälte nun eine einstweilige Verfügung wegen zweier Prügeläffchen. Fat Comedy postet ein Video, das einen großen Affen dabei zeigt, wie er einen kleinen ohrfeigt. Zu viel für Pocher. Der sieht sich verunglimpft mit dem Vergleich, schaltet seine Anwälte ein. Der affengeile Justizsoft des Jahres. Pocher fordert 250.000 Euro Geldstrafe. Der Fight geht in die nächste Runde. Auch ein T-Shirt postet Fat Comedy, der den Vorfall zwischen ihm und Pocher darstellen soll. Witzelt darüber. Wann und ob ein Gerichtstermin stattfinden wird, noch völlig unklar. Fakt ist, Fat Comedy wird sich warm anziehen müssen, um gegen Pocher unbeschadet aus dem Gerichtsring steigen zu können. Auf ihn kann eine saftige Geldstrafe zukommen. Im schlimmsten Fall sogar eine mehrjährige Freiheitsstrafe.